Ich darf es ja nicht zu laut sagen. Aber ich glaube, die Arena ist Teil von einer Verschwörung.492 Beschwerden. Lügenpresse! Das kann nämlich gar nicht sein. So viele Leute schauen niemals die Arena. Aber mit ganz rechten Dingen ist da sicher nicht alles zu und her gegangen. Schaut mal. Lügenpresse. Liebe Leute, ganz ehrlich, da müssen wir drüber reden. Wenn man diese Szene noch mal schaut, sieht man ganz genau, dass der Jonas Breuer ein Mikrofon und einen Knopf im Ohr hat. Und die ganze Sendung ist von Kameras überwacht worden. »492 Beschwerden hat es gegeben. Zwei, drei Ziffern. Wenn man jetzt von diesen Namen die ersten drei Namen nimmt und dort immer den dritten Buchstaben, N, gibt das den Buchstaben N. Wenn man jetzt also bei der Arena das N wegnimmt und bei diesen drei Ziffern die dritte zu den ersten zwei dazurechnet, also 49 plus 2, dann gibt das am Schluss Area 51. Und was sagt uns das? Das SRF steckt hinter 9-11 und der Ermordung von der Lady Di. Und warum? Wegen der Einschaltquote, die ignoranten Hohlköpfe. Ist doch ganz klar! Dann hat es die Woche noch etwas Sportliches zu feiern gegeben. Let's go, Roger, let's go! Die News sind aber schnell von einem regelrechten Skandal überschattet worden. I would like to congratulate Roger. He's laughing, he's an asshole, but it's okay. Schlimm. Ich kann es gar nicht aussprechen. Danke, liebe Schweizer Medien, dass ihr noch über die richtig wichtigen Ereignisse von dieser Welt berichtet. Wer interessiert schon, dass der Roger in Indian Wells seinen 90. Turniertitel geholt hat? Oh oh. Indian Wells ist fast ein Anagramm für 9-11. 9-11, checkst? Ich bin jedenfalls froh, wenn unsere besten Journalisten an dieser Sache dranbleiben. Hm? Darf ich überhaupt sagen? Und elende und und Schnäbi? Apropos Qualitätsjournalismus. Der Blick sucht per Aufruf Fotos von Schweizer Bussen im Ausland. Wahnsinn! Schweizer Postauto im Kosovo, in Sibirien oder Mazedonien. Die heißen jetzt wahrscheinlich Ostauto. Versteht ihr? Wie Post, einfach ohne P. Ich krieg mich nicht mehr. Und es sind sogar schon Postis in Afrika gesichtet worden. Jedenfalls funktionieren die Busse noch wunderbar und werden auch direkt so von der Schweiz übernommen. Inklusive von Rentner vollgefurzten Sessel. Aber egal wo, sie sind beliebt, die Dinger. Sehr beliebt sogar. Und ich finde, es ist ein fairer Deal. Wir geben ihnen den Bus, sie uns ihre Fahrer.